Geist für euch hier in mir. Naja, das war eigentlich Martins Idee und er hat dann halt noch drei andere Depperte gebraucht, die mit durch. Ja. Antwort ist relativ einfach, wenn wir Zeit haben. Naja, der Martin schafft 70, aber er ist durchaus aufgehalten durch uns. Wir bremsen ein bisschen, aber wir machen so, ich sage jetzt mal 30, 35, gestern waren es 42, aber das ist der Schnitt. Was auf der Strecke passiert ist, wirklich total super. Wir kriegen tolle Unterstützung, vor allem der Michi und der Paul haben total liebe Freunde entlang diesen ersten Etappen. Und die warten da wirklich auf uns mit Liegestühlen, bringen uns Tee vorbei und steirische Kraftspeisen, damit wir diese Etappen durchziehen können. Ja, also nach dem ersten Tag waren es zwei, heute haben wir Tag 5, das sind jetzt 4. Wenn es so weitergeht, na die Exponenz, das kommt sogar aus. Ja, die erste Frage ist einmal, sind wir überhaupt spielfähig, körperlich, wenn wir dort ankommen? Ja, wir haben eine Option, dass wir Outdoor spielen und wir gehen einfach so lang es möglich ist. Und wenn die Hütte zutraut ist, dann gehen wir einfach weiter in die Schweiz. Es ist der fünfte Tag, zwei Tage brauchen wir noch, dann haben wir die Woche, du bist halt offen der Woche, somit schließt sich der Kreis wahrscheinlich. Unterstützen wollt, egal ob durch eine kleine Spende eventuell oder auf dem Weg, schaut auf der Homepage www.derlangeweg.at oder schreibt einfach direkt an office@derlangeweg.at. Wir würden uns freuen. I am from Austria.